Und willkommen zurück bei Let's Play The Elder Scrolls 3 Morrowind hier in Marandus. Ja, Marandus. Ich kann hier leider nicht rasten, weil sich Feinde in der Nähe befinden. Und deshalb mache ich nochmal einen Quick Save, denn da oben scheint noch eine zu sein. Svit? Gib dir Svit. Svit in dein Gesicht. So, hast du jetzt davon, Mädel? Natürlich wieder nichts dabei, was uns was bringt. Aber hier kann ich jetzt... Kann ich nur warten. Toll. Was sie wollen... Ja, da geht's nach draußen, glaube ich. Blub. Blub, 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 blub. Trank in den Kopf. Bringt nix. Bringt echt überhaupt nix. Oh, wow. Das bringt extrem viel. Nein. So. Ich wollte noch schnell reparieren. Zack, zack, zack. Das meinetwegen auch. Das auch. Hallo? Oh, komm schon. Mach schon. Den auch. Und den. Gut, jetzt haben wir nichts mehr. Nichts mehr zum Reparieren. Lalalala. Naja. So, hinaus. Vielleicht sind die da draußen aber auch... Die halten sich jetzt die Hände vors Gesicht. Ich wollte gerade sagen, vielleicht sind die hier draußen ja auch freundlich. Ich. Glaube es allerdings. Ach, was? Ach, der ist freundlich. Es ist merkwürdig. Unten sind sie alle böse und hier. Und hier sind sie plötzlich alle freundlich. Das ist komisch. Aber naja. Soll mir recht sein. So, jetzt... Nee, eigentlich nicht. Die Kuppel. Da ist doch bestimmt einer, der böse ist. Hier ist gar keiner. Na dann. Eben erst lang Schwert. Warum? Warum? Warum nicht meine verkackte, blöde Axt? Das ist doch wohl nicht wahr. Mann! Ich will doch nur eine blöde Axt haben. Warum? Mann. Ja, mach ich auch. Diese blöden, schlechten Zufälle. So, da unten. Kann ich hier... Ja, hier kann ich so runter. Ach was. So, ich wollte da drüben nochmal gucken, aber ich glaube, da waren wir schon, ne? Ja, da war das mit den... mit diesen merkwürdigen Teleporter-Dingern, die wahrscheinlich gar keine sind. Da unten ist Suran. Wäre es einfacher, nach Suran zu gehen? Ich glaube schon. Und von Suran dann nach Balmorra zurück, um die tolle Quest abzugeben, die wir jetzt erledigt haben. Ja, das machen wir und auf dem Weg dahin passiert bestimmt noch irgendwas. Wir könnten dann einfach den Fluss entlang schwimmen. Das ist natürlich dann damit verbunden, dass uns wieder Hunderttausende von Viechern anfallen. Aber das sind wir ja schon gewöhnt. Das sollte ja alles kein Problem sein. So. Da haben wir noch eine Insel. Ach, eine Insel, eine Höhle. Insel. Oh, siehste. Ja. Geht schon los hier. Hallo, Scamp.
Hey, Scampi! Hallo. Ja, dann nicht. Der kleine Scampi, Wandus Ahnengruft. Lassen wir jetzt alles mal außen vor, denn ich würde gerne die Quest abgeben. Das wäre mir weitaus lieber, als jetzt hier noch... So, und da müsste ich ja dann eigentlich nach Soran kommen. Ah, so kann ich dauerhaft rennen, Alman. Ich verstehe. Natürlich, mit Caps Lock. Natürlich, hätte ich auch vorher drauf kommen können. Guten Tag. Bist du krank? Natürlich. Nee? Doch, erkrankter Alit. Ach. Ach. Was wird das? Manchmal wünsche ich mir ja gerne einen Bogen. Oder eine Armbrust oder sowas. Das wäre schon manchmal echt cool. So, wann kommen die... Wann kommen die Biester? Oh, gar keins mal. Natürlich. Blocken hat sich verbessert. Juhu! So, jetzt aber schnell hier. Nach Soran. Wie viel brauchen wir denn noch? Oh, eins nur noch. Und Athletik, ja gut. Okay. Athletik steigert sich zwar schneller durch das Schwimmen, aber das wird wahrscheinlich nicht reichen. Oh, und das ärgert mich, dass wir so ein blödes Ebenerz-Langschwert jetzt nur gefunden haben. Ich meine, Langwaffe haben wir... Ne, haben wir leider nicht drin, schade. Haben wir auch nur 16. Das lohnt nicht. Wir brauchen schon eine Axt. Ach. So, da oben war noch eine detrische Ruine, habe ich gesehen. Oh, und der schwimmt so lahmarschig. Aber wir sind gleich da. Hoffe ich. So, ich latsche hier einfach am Rand entlang. Bisschen hüpfen zwischendurch, das funktioniert wunderbar. Steigern wir auch wahrscheinlich gleich Akrobatik nochmal. Hui! Soran, hallo! Schlickschreiter! Ich weiß nicht mehr, was wir als letztes gesteigert haben. Das ist das Problem jetzt, wenn wir eine Stufe aufsteigen. Keine Ahnung. Aber ich glaube, es war Geschwindigkeit. Also müssten wir eigentlich dieses Mal... auf Konstitution gehen. Guten Tag, haben wir irgendwelche Strafen? Nö. Ach so, das ist der. Der und Weltuntergangs-Hannes. So, jetzt aber hier. Und hier nochmal. Komm. Und hier. Und wie viel noch? 91, das packen wir. Wir möchten nach Balmora. Ich sage immer Balmora, eigentlich heißt es ja, glaube ich, Balmora. Wir bieten euch einen besonderen und gleich. Hui. Gleich haben wir eine Stufe, Stufe. Hallo? Stufe? Ja! So. Und jetzt heißt es erstmal Zeug verkaufen. Beim alten Meldor gucken wir kurz rein. Der hat 1500. Okay, das Ding ist echt 20.000 wert. Okay.
Da können wir Schmiedehammer Hämmer kaufen. So. Natürlich. Hm. Sehr schön. Und dann gleich hier losrepariert. Noch was? So. So. Weiter geht's. Und den Rest brauchen wir eigentlich nicht zu reparieren. Denn den Rest verkaufen wir jetzt hier bei Wayne. Wayne. Wo ist er? Hi, Wayne. Ich würde dir gerne... Das kann doch kein Mensch kaufen. Oh Gott. Ja. Wir haben zu viel Zeug zum Verkaufen. Wir haben 10.000 Draken, ey. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber jetzt geben wir erstmal die Quest hier ab. Detische Ruine. Wo ist sie? Befehle? Genau, Orks bei der detischen Ruine. Alof sagt, ihr habt euch der Orks entledigt. Hier sind 500 Draken für den Auftrag des Herzogs. Dankeschön. Bekommen wir eine Beförderung? Ihr seid nun Verteidiger. Wir sind befördert worden. So, die Amulette verkaufe ich mal gerade hier drüben. Ich versuche es zumindest. Zauber aus. Weil irgendjemand muss die ja eigentlich mal kaufen hier. Du vielleicht? Nein. Aber du. Handeln! Die ganzen Bücher, vielleicht kauft sie die ja auch. Die hat nur 200, das ist blöd. Das kauft sie nicht. Kauft sie Bücher. Bücher kauft sie auch nicht. Perle kauft sie. Und wir kaufen das. Das. Und die lassen... Ach komm, die verkaufen wir auch. So, ja damit. 200 Gesamtkosten. Na dann nimm doch das hier und nimm doch... Achso, die kauft sie ja nicht. Dann hier so ein bisschen Droidwachs. Das ist natürlich jetzt doof. Nein! Zwei. So. Bitte. Bitte. Wunderbar. Haben wir hier noch irgendjemanden, der mit Büchern handelt oder so? Eher wahrscheinlich. Natürlich auch nicht. Handelt hier überhaupt noch irgendjemand? Handelst du? Nein. Aber du, Khajiit. Hallo Khajiit, Dame. 800. Kauft auch keine Bücher, aber das Droidwachs bestimmt. Und den Diamant vielleicht auch. Und das Tetraherz. Und den Flynn bestimmt auch. So, und was ist mit dem ollen... Boah, nee, das ist... Kann man von ihr noch irgendwas kaufen? Nicht so wirklich, ne? Ein Lebenstrank vielleicht. Und da hört es dann auch schon auf. Naja. 860, das ist mir zu blöd. Das... Nee. Das kauft sie nicht. Dann nehmen wir einfach das Tetraherz, den Diamant, das Droidwachs,
Da hatten wir ja auch noch was, den Rubin und die zwei Smaragde. Und... Bücher kauft's echt nicht, das ist blöd. So. 11k, wir haben so viel Geld, ey, das ist ein Traum. A dream come true, Leute. Hep, 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 hep. Achso, rasten wollen wir ja auch noch. Um die neue Stufe Gebühren zu empfangen. Nee, wir brauchen keine Hilfe. Alles gut. Alles gut, dann rasten wir jetzt und, er hat irgendeine Tür aufgelassen. Und beim nächsten Mal kümmern wir uns dann um neue Aufträge. Stärke, Geschick. Und Konstitution. Ja, das sollte gut sein. Tür zu. Affe tot. Ich hätte nur trotz alledem echt gerne eine, wie komme ich zu der eine neue Waffe. Bessere Waffe. Aber das kannst du hier echt vergessen. Das kann man echt vergessen. So, wir nehmen den Auftrag gerade nochmal an. Kann ich noch eine? Nee. Befehle! Ein bedeutender Kunde hat die Liquidierung der Vireti-Bande in Auftrag gegeben. Unser Auftraggeber will, dass der Anführer der Vireti-Bande, Dovres Vireti, getötet wird. Diese Bande besteht aus Schmugglern. Ihre Basis ist Manamu, ein kleines Stückchen südöstlich von Pelagian. Tötet Dovres Vireti und macht mir Meldung wegen der 1000 Tragen. 1000 Tragen. Geil. 1000 Tragen. Die sieht aus, ey. 1000 Tragen. 1000 Tragen. Die sacke ich jetzt ein. Aber wir müssen wieder nach Pelagiat. Das müssen wir tun, indem wir nach Sedanin wieder zurückgehen. Ja, machen wir. Sedanin und dann latschen wir wieder nach Pelagiat. Nein! Sauwetter hier. Valmora. Ah ja. Wenn ihr auch reiten könnt. Fahren wir halt ein bisschen umsonst hier durch die Gegend. Wo möchtet ihr denn hin? Ich möchte nach Pelagiat. Wohin denn sonst? Mademoiselle. Und eine neue Rüstung wäre so toll. Wir sehen so scheiße aus. Wir sehen einfach nur echt fertig aus. Und ich gucke gerade mal. Optionen, Aufgaben. Wir haben... Gut, so viele haben wir gar nicht. Ach, nach Dings müssen wir auch noch. Tel Arun. Tel Arun, Tel Arun. Waren wir da nicht schon? Temora? Aldrun? Nee, waren wir noch nicht. Ich habe auch keine Ahnung, wo Tel Arun ist. Gehst du weg, bitte? Lieber Netzspulle. So, ich gucke mal. Südöstlich von Pelagiat. Ja, das ist immer gut ausgedrückt. Diese vagen Beschreibungen. Denn das kann ja jetzt hier echt überall sein. Überall und nirgendwo. Ist das da hinten echt schon Vivek? Ja, doch, klar. Das müsste Vivek sein. Ich frag ihn mal.
Natürlich. Unter Sonne und Himmels. Er will uns nichts sagen. Südöstlich vom Pelagiat. Ist das vielleicht hier am Wasser direkt? Das wäre merkwürdig und es ist auch nicht so. Menno! Vielleicht hier? Ist es das? Manamu! Manamu, 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 Manamu! So, aber Manamu gucken wir uns in der nächsten Folge an. Bis denne, tschüss!